Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Eine galaktische, meteoritenverfolgende, steingravitierende Folge Dead Space. So. Wir haben bei der letzten Folge gesehen. Ich bin wieder gar nicht gekriegt, Alter. Bist du doof? Was war das denn? Geht ja gut los. Lass das sein, ich mag das nicht. Den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und dann vergammelt der Arm einfach so und despawnt direkt mal gleich. Ja, ja, deswegen die Löcher in der Wand. Alter Spiel, seid ihr bescheuert? Ich fange gerade an heute zu spielen und kommt dann so ein rieses Ding raus und lutscht mir an mein Bein rum. Nee, und ich wette mit euch, wenn ich hier drinnen gelandet wäre, dann wäre es das gewesen. Aber das kann ja nicht aus Menschenstatten sein, oder? Müssen wir auf hier rein? Scheiße, ja. Müssen wir. Ah ja. Diesmal können wir so da durch. Mit ohne Überraschung. Mit ohne. Oh Gott! Warum? Warum erschrecke ich mich? Ich hab den doch gerade kommen sehen. Was, weil ich drüber nachgedacht habe, ob mein scheiß Sitz abgesackt ist. Warte mal eben. Ja, darüber habe ich nachgedacht. Tatsächlich. Und denk so, oh, ist die Kamera noch original? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt sind wir gleich im Pausemenü, ne? Aber darüber habe ich nachgedacht. Scheiße, Tom G. Was ist, wenn? Ja, das ist, das jetzt ist perfekt. Genau. So. Das ist ein doofer Sitz. Der verliert immer die Luft da drinnen. Wahrscheinlich daran, weil ich so gut ernährt bin. Jetzt kann ich das nicht. Granaten wären geil oder so, ne? Aber warum geht das Geschrei dann noch weiter? Wir haben doch alles jetzt hier vor. So ein Monster im Aufzug wäre ja natürlich auch hier, ne? Ich glaube, Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebracht haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Die Geistesschwäche? Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Okay, danke schön. Dai, dai. Die sind lang, kommen. Ich bin jetzt dafür, dass wir irgendwie mal so einen Level 3 Anzug kriegen dürfen. Aber dafür müssten wir wahrscheinlich... Atomar. Ja. Ein Tritt war. Ein Tritt Schwerelosigkeit. Eisdreck, ja? Wo kommen wir denn da hin? Wo müssen wir denn hin? Kann ich nicht nehmen. Dreck, wo müssen wir hin? Oh, wo müssen wir hin? Wo ist unsere Ente? Ja, spring rüber! Du sollst da rüber springen, du hohle Frucht! Ist da wohin müssen? Ja, nun spring doch da rüber! Ey, du Hohlkopf! Oh, wirst du mich verarschen? Da kam ein Monster auf einmal an, ja. Okay, da gehen wir jetzt hin. Ende der Schwerelosigkeit. Dass wir uns hier nicht verlaufen haben, wundert mich aber gerade enorm. Hahaha, zu spät. Und die können auch. Ende des Wahnsinns.
wirklich einen epileptischen Anfall. Warum ist es hierbei so versulzt? Das sind Dinge, da kann ich mich auch so gar nicht mehr dran erinnern, ne? Ich weiß nur, dass wir nachher gegen so einen Asteroiden kämpfen mussten. Bespritzt. Ich höre große Geräusche. Es sappert. Es spritzt. Oh! Alles klar. Ich glaube, er war ein Mensch. Ich glaube, ich habe gerade einen Mensch erledigt. Ob ich das helfen kann? So. Oh, okay, nochmal Motivation. Okay, wo sollen wir hin? Da hin, oder? Okay, noch eine Etage tiefer wahrscheinlich, was? Alter Schwede, wir haben den Antritt so verseucht, wie so ein Antritt sein soll. Ich denke mal, ne? Was war das? Da ist ein Fisch hier reingelaufen. Was? Alter Dicker. Und vor allem die Explosion hat da mal so einfach mal nichts gebracht, ne? Speicher ist. Speicher bin ich gut. Ah, ist das aufregend, Leute, ehrlich. Warum spiele ich das Spiel überhaupt? Als ich angefangen habe, war ich total müde, weil jetzt bin ich selber. Das ist die Angst, der Adrenalin. Schleppt er den Kollegen durch die Gegend? Was ein Glück jetzt ist. Scheiße. Erde! Fetti! Die gibt es schon als Fett. Guck mal, der wird von den kleinen Mistviechern getragen. Der kotzt hier aus. Ja, wir brauchen wieder einen neuen Dings-Regenerationschip hier. Wo krieg ich den denn her? Der Tag ist voll. Warte mal.
diesen... Wie kann ich hier... Nein, nicht benutzen! Wie navigiere ich nochmal? Das habe ich wieder komplett vergessen. Navigieren. Mit Kreis. Ja, okay. Den wollte ich benutzen. Genau. Brauchen wir noch unbedingt wieder neue Schnellfeuergewehre. Bumsen, schießen, bumsen, Eisen. Medipack. Wie sieht es aber damit denn aus bei uns? Scheiße. Nehmen wir mal mit. Es knarrt und knarrt. Überall. Was ist das? Energieknoten. Yeah! Okay, den Kollegen hat er mit Medizin-Dings. Scheiße, jetzt habe ich zu viel Medizin. Bräuchte aber viel mehr Motivation. Hier, der Fettsack, Alter. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Warum muss denn... Oh! Ja, klar. Jetzt rasten sie komplett aus. Lauf, Junge, lauf. Digga! Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht, wie lange ich das noch überstehen kann! Gott, meine Mama, ich liebe sie! Ach so, es kommt noch ein neues! Ah. Seid ihr irre oder was, Mann? Ihr könnt mich doch nicht so fertig machen! Hält ja keine Sau im Kopf aus. Antriebe werden gezündet. Hört auf damit! Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostationär. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Okay. Jetzt kommen wir dem Asteroidenfeld ziemlich nah, was ich sagte. Und das habe ich damals nie geschafft. Ich hoffe, dass ich es hier schaffen werde. Ich weiß nicht, warum ich das nicht geschafft habe. Weil ich einfach zu dämlich bin oder so. Ich weiß es nicht. Wir müssen gleich nochmal wieder durch den schwerelosen Raum durch, ne? Hoffentlich verfranzen wir uns da nicht, ey. Isaac! Wo bist du? Ich bin hier! Ich bin's! Achso. Nicole! Okay. Das Ding hätte ich gerne. Was fehlt uns denn? Gar nichts, ne?
Wir brauchen definitiv viel mehr Platz, ey. Schon so ein bisschen eher ehrlich, ne? Hört euch. Okay, wir sind in so einem Shopraum, sind wir einfach nicht sicher. Da hätte ich aber mit gerechnet, dass wir hier sicher sind. Und hier kann man speichern. Ich will mal gucken, hoffentlich gibt es einen größeren Anzug hier mal. Man kann ja mal hoffen, ne? Das ist ja alles digital übertragbar, ist es aber nicht. Strahlenkanone. Machen wir einen anderen mal. Ich muss ein bisschen wieder Kredit sammeln hier. Speichere nochmal wieder. Sehr gut. Ich finde, unser Anzug sieht voll ranzig aus, ey. Wie abgesehen von den Platten da. Aber unser Arsch da hinten, der sieht abgefusselt aus. Ist zu viel reingebläht oder so, ich weiß es nicht. So. Natürlich. Wir gehen dahin, wo das Monster herkam. Ach, das ist ja auch die Common Rail-Station hier. Dann ab zur Brücke. Warte mal, ist da noch irgendwas? Credits oder so ein Scheiß? So ein Scheiß? Ne, hier ist nichts. Aber Aschenbecher, ne? Hier gibt es Aschenbecher. Das Rauchen wurde im Jahr 2095 noch nicht verboten. So. Ab auf die Brücke. Ja, natürlich. Kurskorrektur. So, wir schaffen das, was tausend von anderen Leuten nicht geschafft haben. Die ganze Maschine wieder zum Laufen. Und wir überleben den Scheiß ja auch noch. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Okay. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Das musst du einfach glauben. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Reddits wäre mal geil, ne? Was ist das? Medipack. Ich dachte, hier könnte man auch noch irgendwo mal... Gut, dass die Common Rail Station, aber dass man hier irgendwie vielleicht nochmal einen Anzug-Shop kriegt hier. Oh Gott, hier sieht es ja gar nicht besser aus. Weil ich weiß, gibt es hier eine neue Fassung der Gegner? Wollte ich gerade sagen. Und was kam? Eine neue Rasse an Gegner. Nein, es gibt hier eine neue Rasse an Gegner, so gepanzerte, glaube ich, hier. So, jetzt bitte den Anzug Stufe 3. Was? Shop aktualisieren, Strahlenmunition. Das ist ja schon mal super. Aber kein Anzug? Kein besseren Anzug gibt es hier. Was soll der Scheiß? Das brauchen wir. Neuen Anzug. Strahlenkanone. Was haben wir denn für ein neues Objekt hier? Das sind die... Nicht die Energieknoten, sondern die Strahlenmotivation hier tatsächlich, ja? Gut. Ab jetzt wird es auch sowas zu finden sein. Das heißt, wir müssen uns über kurz oder lang überlegen, eine Strahlenkanone zu kaufen, tatsächlich.
So, Kinderchen. Das war's erstmal für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir sind im Hauptatrium. Ich denke mal, vielleicht kommen wir nachher in der nächsten Folge oder so hier zu diesem Ort, wo ich meine, dass ich das noch nicht geschafft hatte. Also gut, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.